hatte ich wieder Spurensicherung. Okay. Markus, ja? Schaff mir die Jungs da vom Hof, bitte. Okay, der Todeszeitpunkt kann höchstens 2-3 Stunden zurückliegen. Sie ist mit einem spitzen Gegenstand getötet worden, zielgerichtet in den Nacken von hinten. Und es sieht nicht nach einem normalen Tötungsdelikt aus, da gibt's noch was. Dieses Mädchen hat schon ewig keine Sonne mehr gesehen. Es deutet alles auf eine lange Gefangenschaft hin. Augenzeugen auf der Autobahn haben sie panisch rennen sehen. Sie ist steil angelaufen. Und dann die Treppe runter und da unten, da muss der Täter ihr ausgelauert haben. Wie sind die auf die Autobahn gekommen? Da drüben sehen wir, da ist eine Tür. Da haben wir Blutspuren gefunden. Dass die ist über die Fahrbahn gelaufen. Da muss wohl. Also irgendein dieser Häuser muss hier gekommen sein. Ich schwöre ich dir. Ja, viel Spaß bei der Befragung. Hat nämlich keiner irgendwas gesehen. Das schwöre ich dir. Tolle Einstellung. Kappe? Franz, wir haben noch ein zweites Mädchen gefunden. Es lebt noch. Was? Die Erzieherin hat sie gefunden. Wo ist sie? Drüben. Was? Die ist da drin? Wir haben alles probiert. Sie reagiert auf nichts. Hallo. Könntest du mich verstehen? Hey, du brauchst jetzt keine Angst mehr haben. Wir... Ach Gott, wo bleibt denn der Notarzt? Wir brauchen sofort eine Soko. Überprüfen. Was denn? Ich sag's dir später, okay? Okay. Ich kann nicht so sicher sein. Bin ich nicht. Das Mädchen ist in einem kritischen Zustand. Als Hauptzeugin fällt sie erstmal flach. Rhea, was haben wir über die Tote? Abgesehen von den Fesselspuren gibt es eindeutige Zeichen lang andauernder Dehydration. Will heißen, sie hat nur wenig Flüssigkeit pro Tag zu sich nehmen können oder dürfen. So hat er sie gefügig gemacht. Die Haut an den Händen und Füßen war extrem belastet. Ähnliches kenne ich sonst nur von Personen, die unter Waschzwang gelitten haben. Wie lange war sie in Gefangenschaft? Mindestens ein Jahr, vielleicht auch wesentlich länger. Da bin ich noch dran. Ja. Wie alt war sie überhaupt? Das Alter ist schwer zu schätzen bei dem Zustand ihres Körpers. Ihr Organismus war massiv angegriffen. Das heißt, alles hormonelle Durcheinander, darum wohl auch keine eindeutigen Pubertätsanzeichen. Irgendwo zwischen 16 und 18. Ein Sexualdelikt? Kein Hinweis auf penetrativen Geschlechtsverkehr. Aber wie gesagt, sie war in Gefangenschaft. Das steht fest. Lange. Herr Jordan, was hast du? Ach Gott, was also, ich treibe. Entschuldigung, die Verspätung. Aber die B40 war wegen dem Erdrutsch vor 2 Wochen wie lahmgelegt. Ja. Ich schau noch... Jordan. Also, wir haben Spurendatensätze unter den Fingernägeln des Opfers gefunden. Ja, ausreichend für eine DNA-Untersuchung. Ja und? Die aber noch ein bisschen dauern wird. Okay? Dann gibt es Haarspuren, von denen wir aber nicht wissen, ob sie uns wirklich weiterbringen. Tatwaffe, wie gesagt, ein spitzer Gegenstand. Vielleicht so eine Art Nagel. Abgesehen von den Spuren unter den Fingernägeln gibt es keinerlei Anzeichen von Abwehr. Also der Täter muss sie da unten kalt erwischt haben. Und was mit den Blutspuren? Woher kamen die Mädchen? Also die Blutspuren tauchen erst kurz vor der Autobahn auf. Da am Rand der Siedlung, da wo du mit Stefan warst. Ich denke, sie ist gestürzt, hat sich da verletzt. Und die Hunde, haben die eine Spur gefunden? Das war eine Sackgasse. Leider. Wir haben jede Menge Hautpartikel da unten gefunden. Aber die Geruchsspur war extrem schwach und genau das geht mir nicht in den Kopf. Sowas hält normalerweise 36 Stunden. Aber in dem Fall war selbst mit dem besten Hund nichts zu machen.
Könnte jemand mal bitte an das Telefon gehen? Der macht sie fertig, wenn sie falsch liegen. Und diese Frau kann sich so ziemlich jedes Mädchen in diesem Alter als ihre verlorene Tochter einreden. Vogeler, der behandelnde Psychiater, den sie einfach übergangen haben. Deininger. Ich habe das Gefühl, der will überhaupt nicht, dass das sein Kind ist. Manche Eltern wünschen sich ihre vermissten Kinder nach den langen Wartejahren einfach nur noch tot. Warum wollen Sie eigentlich, dass dieses Mädchen der Barbara Romas ist? Sie ist es. Habe mir erlaubt, auf dem kurzen Weg die Zahnarztunterlagen anzufordern. Oder hätte ich sie da etwa vorher konsultieren sollen? Das ist nicht unsere Tochter. Und ich will nicht, dass meine Frau da noch länger drin ist. Ist das klar? Also Fakt ist, dem Täter sind zwei Mädchen abgehauen. Das eine Mädchen hat er getötet und das andere ist ihm entkommen. Vermisstenakte, da kommen gleich noch mehr. Moment, nicht so schnell. Haben die beiden überhaupt miteinander was zu tun? Das wissen wir doch noch gar nicht. Kein Zufall, nicht mit diesen Kitteln. Wie? Die andere hatte auch so einen Kittel an. Hab ich vergessen, das zu... Sorry. Hier. Also für mich ist das ganz klar ein Serientäter. Der Stoff ist ziemlich speziell. Den kannst du nicht einfach so kaufen. Ist kein Kleiderstoff. Außen leicht beschichtet. Findet Verwendung zum Beispiel in der Landwirtschaft. Wo war das? Hier. Bei der Belüftung von Offenstellen. Und ganz klar, die Kittel sind selbst genäht. Oder auch nicht. Vielleicht hat er sie doch irgendwo extra anfertigen lassen. Okay, Frau Braun, können Sie das übernehmen? Jo. Also, wo kommen die Stoffe her? Sind die Kittel hier irgendwo in der Nähe gemacht worden? Und vielleicht kann sich noch irgendjemand an den Käufer erinnern. Ah, danke. Herr, hört mal zu, laut Vermisstenstelle kommt im Fall der Toten nur ein vermisstes Mädchen in Frage, das heute ungefähr in dem Alter wäre. Sonja Lehmann, 2009, verschwunden. Auf dem Weg zum Klavierunterricht. Wegen dem zweiten Mädchen, wo überlebt hat, da hätte Stefan eine Vermutung. Es könnte die Barbara Romas sein. Die Barbara Romas? Entschuldigung, habe ich da irgendwas verpasst? Sie waren alle dabei, auch Stefan. Muss das größte Desaster gewesen sein, das die Saarbrücker Polizei hier erlebt hat. Sie konnten Barbara damals nicht finden, obwohl es Hinweise gab, dass sie entführt worden ist. Und warum informiert er dann zuerst Frau Braun über seine Theorie und nicht mich? Pass lieber auf, dass du keinem auf die Füße trittst. Diese Soko Barbara scheint ein sensibles Thema zu sein. Es war halt vor unserer Zeit und verbindet alle hier. Und? Ist es? Ja. Ich hab's gleich gewusst. Das tote Mädchen war Sonja Lehmann. Kannst du dich noch erinnern? 2009? Die wurde mit 14 Jahren entführt. Die Mutter hat sie gerade identifiziert. Dr. Singh? Ja? Sie können zu ihr. Na, Entschuldigung, wann können wir Sie befragen? Nachdem das Mädchen sich von der Untersuchung durch ihre Kollegin hier erholt hat. Sie wissen aber schon, dass es unsere Hauptzeugin ist. Und je tiefer Sie bohren, desto weniger kommt raus. Bitteschön. Und schwer, doch das ist viele Jahre her, lebt schon lang nicht mehr. In den Fokus der Ermittler ist der Saarbrücker Stadtteil Haldenberg gerückt. Hier, so die Polizei, wird der Entführer von Sonja Lehmann und Barbara Romas vermutet. Zu weiteren Details schweigt die Polizei, obwohl der Druck auf die Behörde wächst. Und in der Bevölkerung wächst die Unruhe. Wieso konnte der Täter jahrelang mitten in der Gesellschaft seine Untaten verüben? Diese Frage bleibt unbeantwortet.
alles überhaupt nichts gebracht. Wir haben keinen Zeugen, nicht einen einzigen. Wir haben keinen Hinweis auf irgendwas. Das Einzige, was wir haben, ist Barbara Romas. Aber niemand kann uns sagen, ob die irgendwann in der Lage sein wird, was Verwertbares zu erzählen. Aber was mich jetzt interessiert, was haben die Mädchen gemeinsam? Was verbindet sie? Nach welchen Kriterien sucht der Täter sie aus? Was ist es eigentlich mit diesen komischen Kitteln? Ich meine, die Mädchen sind ja gewachsen. Er muss relativ viel genäht haben. Das muss doch irgendjemand aufgefallen sein. Vielleicht haben wir Glück und er war in der Schneiderei. Ja, was ist, wenn wir kein Glück haben? Sonja Lehmann als auch Barbara Romas haben druckstellenartige Verletzungen an der jeweils linken Seite. Könnte auf eine ähnliche Schlafposition zurückzuführen sein. Das heißt, sie müssen über Jahre hinweg viel Zeit in embryonaler Haltung verbracht haben. Das entspricht dann exakt der Auffindesituation von Barbara Romas. Ja. Also das heißt, Sonja Lehmann und Barbara Romas waren definitiv zusammen in Gefangenschaft. Außerdem haben beide Mädchen auffällige Hautirritationen am ganzen Körper. Könnten von Chemikalien, respektive chemikalienartigen Substanzen stammen. Da könnte ja sein, dass der Täter ihre Papillarleisten unkenntlich machen wollte, damit keine Fingerabdrücke zurückbleiben. Du meinst wie professioneller Verbrecher mit Dimethylsulfoxid? Genau. Dann hätte er nicht sehr gründlich gearbeitet, nein. Solche Chemikalien kommen aber auch in besonders scharfen Putzmitteln vor. Ihre Haut war stark ausgetrocknet am ganzen Körper. So, als hätte sie jemand regelmäßig mit einer Bürste oder ähnlichem gesäubert. Sie wurden richtig geschrubbt. Und sie sind rasiert, beide. Die gesamte Körperbehaarung wurde entfernt, penibelst und ebenfalls über einen längeren Zeitraum hinweg. Okay, um was geht's dem Typen? Reinheit, Kontrolle, Macht. Er sperrt sie ein, er hält sie sauber, er lässt sie fast verdursten und das Ganze über Jahre hinweg. Ich konnte übrigens tatsächlich keinerlei Hinweise auf sexuellen Missbrauch feststellen. Gar keine? Nein. Zu den Haarspuren. Wir haben die Analyse der Haarproben beider Mädchen. Demnach muss der Täter ein starker Raucher sein. Was auffällt, die Konzentration der Nikotinrückstände ist bei Barbara wesentlich höher als bei Sonja. Und das heißt? Was heißt es? Vielleicht hat Barbara mehr mit ihm zu tun gehabt. Sie hat schlicht einfach mehr Rauch abbekommen. Sie selber raucht jedenfalls nicht. Gibt's was Neues über den Stoff? Ja, da. Ja, also der Stoff wird so in der Form schon lange nicht mehr hergestellt. Das muss sich also um Restpuster handeln. Wir überprüfen im Moment die entsprechenden Fachgeschäfte. Ich muss mal kurz weg. Ich habe da vielleicht noch was gefunden. Andy Mollett, Exhibitionist. Früher war der Bademeister im Stadtbad. Sein Name ist übrigens schon bei der Ermittlungen im Fall Sonja Lehmann damals aufgetaucht.
Stand der denn auch bei Barbara Romers Entführung eine Zeit lang unter Verdacht? Jojo, das ist der. Der hatte damals Bewährung, Therapieaufnahmen und so weiter wegen der Kinder. Der ist mehrfach überprüft worden. Das gibt's doch nicht. Der wohnt jetzt keine 100 Meter von der Autobahn entfernt. In einem von den Hochhäusern. Das ist direkt beim Fundort der Leiche. Entführungsfälle Barbara Romers und Sonja Lehmann. Für uns dass der Mollet wieder auftaucht, echt die reinste Geisterbahn. Das ist die einzige Übereinstimmung, die wir haben. Was haben diese beiden Mädchen Schreckliches erlebt? Nun, diese Mädchen waren sehr, sehr lange in Gefangenschaft. Bist du dran? Sind vor Jahren als Kinder entführt worden. Ja, Horst, was gibt's? Gefangenschaft, kompletter Isolation. Warte mal. Ich mach mal auf Lautsprecher und dann wiederholt schon nochmal. Bitte, warte mal. Die Fremd-DNA an Barbara Romers ist identisch mit der, die wir an der toten Sonja Lehmann gefunden haben. Die Fragmentlängenanalyse sagt zwar nichts über die persönlichen Merkmale aus, aber eins ist klar. Bei der fremden Person handelt es sich um eine Frau. Was? Wir suchen einen weiblichen Täter? Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Das Haar gehört zu einem sehr jungen Menschen. Es kann eigentlich nicht vom Täter sein. Aller Wahrscheinlichkeit nach gibt es ein weiteres Opfer. Die Kollegen von der Vermisstenstelle haben bestätigt, dass es sich um Elisabeth Wert handelt. 2006 mit 12 Jahren auf dem Nachhauseweg verschwunden. Die Eltern haben sich getrennt. Vater ist mittlerweile verstorben. Mutter ist weggezogen nach München. Okay, keinerlei Kontaktaufnahme vorerst. Ist das klar? Ja, versteht sich. Mollet? Ja. Wir sind von der Kriminalpolizei, wir müssen mit Ihnen reden. Geht jetzt nicht. Doch, das geht jetzt. Wo waren Sie gestern früh, so gegen 8 Uhr? Im Bett, hab noch geschlafen. Ja. Wundern Sie sich gar nicht, dass ich Sie das frage? Doch. Dürfen Sie überhaupt so nah an einem Spielplatz wohnen? Er wurde nach meinem Einzug gebaut. Und was beobachten Sie mit dem Feldstecher hier? Vögel. Ich mag Vögel. Aber Herr Mollet, das stimmt doch überhaupt nicht. Vögel sind Ihnen scheißegal. Sie beobachten kleine Kinder. Hä? Warum haben Sie so viele Kinderbücher? Sexuelle Aufklärung für Kinder und Jugendliche? Habe ich in der Bibliothek gefunden. Hat jemand liegen gelassen. Hat jemand liegen gelassen? Ist dann ganz zufällig in Ihre Tasche gewandert. Ja, ja. Der Herr Mollet, der hat Auflagen. Der kann sich das nicht aussuchen, wo er hingeht und wo er nicht hingeht. Da muss er sich was einfallen lassen. Ganz schön lästig, hm? Wann kommen die Kinder denn in die Bibliothek? Nach der Schule? 14 Uhr? 15 Uhr? Sie leihen Bücher aus der Kinderabteilung, DVDs aus der Kinderabteilung, Spiele für den PC. Müssen den Kindern ja zu Hause was bieten. Einfach nur ihre blöden Frettchen streicheln, das reicht ja heutzutage nicht mehr. Ja, ich leihe mir Kinderfilme aus.
Ich mag die. Bücherei ist billig. Ich kann mir das ja nicht aussuchen. Und dann gucken Sie sich die Kinderfilme ganz alleine an. Hm, Herr Mollet? Erzählen Sie doch keine Scheiße. Aussuchen konnten Sie sich sowieso nicht viel in Ihrem Leben, hä? Ich meine, es muss doch ganz schön nerven. Hätten Sie auch gern mal die Kontrolle über was? Oder wen? Ich gehe zu einer Therapie. Sie haben schon zwei abgebrochen. Kennen Sie Elisabeth Wert? Barbara Romas? Sonja Lehmann? Die haben eine Macke. Hey, worüber redest du denn? Hä? Diese Eltern, die Lehmanns, haben die mich schon wieder angeschwärzt. Ganz in der Nähe ihres Zuhauses sind Sonja und Barbara vor Jahren verschwunden, in einer ruhigen Seitenstraße. Kein Mensch hat die beiden Mädchen seither gesehen. Nach monatelangen Fahndungen wurde die Suche schließlich eingestellt. Die Eltern zurückgelassen in der Ungewissheit über das Schicksal ihrer Kinder. Für Sonjas Eltern ist die Hoffnung in ein trauriges Ende gemündet. Die Leiche des Mädchens wurde mit schweren Verletzungen nahe einer Autobahn gefunden. Ich habe den Ordner. Der hat gleich, Moment. Ja, Moment. Hier. Schreibt Sonja, dass ich Mollet im Schwimmbad wieder vor den Mädchen entblößt habe. Meine Tochter hat ganz genau aufgeschrieben, wie ekelhaft sie das fand. Hier. Wir werden Ihnen helfen, damit das nicht normal passiert. Wie diese Drecksau diesmal nicht wieder davonkommt. Am besten du gibst Ihnen den Ordner mit. Ja, das wäre gut, das hilft uns bestimmt. Sie nehmen das doch ernst, oder? Nicht so wie Ihre Kollegen damals. Diesmal wohnt er ja quasi am Tatort, da müssen Sie ihn dran kriegen. Am Anfang waren alle nett zu uns. Aber irgendwann haben die Leute die Straßenseite gewechselt, wenn sie uns gesehen haben. Wir wurden auch nicht mehr eingeladen. Das tut uns leid. Einige haben uns sogar verdächtigt, dass wir unsere Tochter getötet hätten. Ein Psychologe hat uns erklärt, dass die Leute ungeklärte Geschichten schwer aushalten. Ja, wir müssen jetzt leider. Mein Mann hält sich an diesem Ordner fest. Verstehen Sie das? Ja. Danke. Das war ja mal ein Schuss in den Ofen, ne? Stefan, ich bin's. Du stell dir vor, ich hab ein Baufachgeschäft gefunden, wo genau Dämmstoff sogar im Angebot gehabt hat. Eisen-Lothar. Kleiner Familienbetrieb im Nauwieser Viertel. Die Besitzerin ist schon ziemlich alt. Schick dir mal sofort jemanden rüber, der mit der Frau die Belege durchgeht, ja? Danke, tschüss. Gut dann, Ali. Ja, danke. Danke. Aber ich mag keinen Brokkoli. Die haben einen Laden gefunden, der früher diesen Stoff verkauft hat. Und wir zerlegen jetzt diese Siedlung. In Sicherheit sind und keine Angst mehr haben müssen. Kannst du uns dabei helfen? Schau mal, hier. Zwei Fotos hier. Erkennst du da was? Und die Mädchen? Waren da noch andere Mädchen, wo du warst? Die hier zum Beispiel.
Was ist mit dem hier? Hä? Komm, Franz, wir versuchen es morgen nochmal. Okay. Lehmann! Bereit machen! Romas! Wert! Körper reinigen! Los! Aber los! Bereit machen! Körper reinigen! Wert! Romas! Wir wissen, dass der Täter mindestens noch ein weiteres Mädchen gefangen hat. Hoffen wir, dass es nicht noch mehr sind. Wir haben einen Verdächtigen. Würde Barbara ihn erkennen, wenn wir ihr ein Foto von ihm zeigen würden? Barbara leidet unter einer schweren dissoziativen Störung. Das bedeutet nicht nur den Verlust von Erinnerungen, sondern auch ihre eigenen Gefühle. Sie agiert wie fremdgesteuert. Und das heißt? Wir können es mit einem Foto probieren, aber Barbara muss erst mal stabiler werden in ein paar Tagen. Hören Sie mal. Wir haben einen Verdächtigen. Barbara kennt den Täter. Ein weiteres Mädchen ist in Lebensgefahr. Wir haben keine Zeit. Ach, Sie haben Andy Mollett ins Auge gefasst. Da stehen Sie sicher nicht unter Zeitdruck. Der bleibt, wo er ist, und der war das auch nicht. Ja, und das wissen Sie warum? Weil er mein Patient ist. Das heißt, ihr müsst das irgendwie verordnen. Oh, Herr Backes. Gibt's irgendwas Neues? Nein, bisher noch nichts. Wir müssen aber unbedingt die angrenzenden Siedlungen noch mit einbeziehen. Das geht alles zu langsam. Sie müssen mehr Leute auf die Straße bringen. Und wo soll ich die bitte schön hernehmen? Hier, werfen Sie mal einen Blick rein. Saarbrücker Polizei tatenlos. Das ist super. Morgen. 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 Okay, wo stehen wir? Was ist mit der DNA und der Sonja Lehmanns Fingernägel? Mensch, Franz, das sind stark verunreinigte Mischspuren. Es dauert. Roman? Ja, da ist ein Fax kommen. Lothar, Baustoffhandlung. Die haben tatsächlich noch eine Quittung gefunden. Das Original liegt der KTU vor. Ja, aber der Name des Kunden ist hier auf dem Fax schwer zu lesen. Am Anfang ist ein M. Am Schluss T. Mollett. Könnte Mollett heißen. Könnte, muss aber nicht. So, ich hole mir jetzt mal die Originalquittung und vergleiche die mit der Schriftprobe von Mollett. Wenn er den Stoff gekauft hat, dann haben wir ihn. Er muss irgendwo hier noch einen Verschlag oder einen Keller gemietet haben. Man müsste Durchsuchungsbefehle für die ganze Scheißsiedlung kriegen. Wir leben aber nicht in einem Polizeistaat, Herr Deininger. Das gibt's doch nicht. Was machen Sie denn hier? Das Innenministerium hat mich gebeten, Ihnen zur Seite zu stehen. Das ist ja wohl... Barbara Romas hat versucht, aus ihrem Krankenzimmer zu entkommen. Ihr Beamter konnte es gerade noch verhindern. Was? Warum macht die sowas? Sie haben gehört, wie sie diese Nachnamen und Kommandos gebellt hat? Ja. Die Mädchen wurden vom Täter anscheinend wie Sträflinge behandelt. Vielleicht fühlt sie sich im Krankenhaus nicht sicher. Vielleicht hat sie einfach keinen Bock mehr gehabt, sich von dem Typ begutachten zu lassen. Ich kann Ihnen helfen, Herr Deininger. Aber Ihnen allen muss klar sein, dass ich beim derzeitigen Stand Ihrer Ermittlungen erstmal nur ins Blaue vermuten kann. Ich denke, Sie suchen einen Mann, der gelernt hat, seine Neigungen und Abgründe perfekt zu verbergen. Die Machtausübung, totale Kontrolle über andere auf möglichst lange Sicht wichtiger sind als schnelle sexuelle Bedürfnisbefriedigung. Es kann sogar sein, dass seine Geschlechtsidentität nicht eindeutig ist. Das heißt, er ist, wie nennt man das, intersexuell? Oder asexuell. Geboren ohne sexuelle Gefühle. Ja, er hat eine ganz schwere Kindheit gehabt, das kennen wir schon. Der Täter ist geduldig. Er überlässt nichts dem Zufall und hat gelernt, einen penibel ausgearbeiteten Plan über Jahre zu verfolgen. Vermutlich ist er über 50, hat eine höhere Ausbildung, wenn nicht sogar eine akademische. Und ich halte ihn übrigens nicht für einen Kernpädophilen. Wahrscheinlich wollte er nur das Allerbeste für die Mädchen, oder? Nicht jeder Kindesmissbrauch ist pädophil motiviert und nicht jeder Pädophile wird automatisch zum Täter, Herr Deininger. Aber das ist für die meisten schon zu viel. Da steigen Sie aus. Am besten alle kastrieren, die perversen Kinderschänder. Wie hätten Sie es denn gerne?
Sollen wir alle Pedos frei rumlaufen lassen, kostenlosen Zugang zu Kinderpornoseiten schaffen? Hä? Wo hört's denn auf? Sie suchen einen antisozialen Gewalttäter mit sadistischen Neigungen. Einen Ersatzhandlungstäter, der auf diese Mädchen zurückgegriffen hat, weil sie für ihn leichter verfügbar sind als Erwachsene. Mädchen, die im Übrigen klar aus dem vorpubertären Schema eines klassischen Pädophilen herausfallen. Begreifen Sie das? Wissen Sie, was ich begreife? Der Mann, den Sie uns hier gerade beschreiben, ist das genaue Gegenteil von Ihrem Patienten Andy Mollet. Mal so einfach ins Blaue rein. So. Ganz kurz, okay? Statt einem Entführungsfall und zwei vermissten Fällen haben wir jetzt drei Entführungsfälle. Und wo sind die Gemeinsamkeiten zwischen den Mädchen, hä? Außer den Kitteln und diesen Fesselspuren? Ja, das Einzige ist, dass sie alle drei ab und zu die Buslinie 187 benutzt haben. Allerdings da in dem Fall von der Barbara Romas ist ja bei der Entführung weißer Kaschenware gesehen worden. Und Mollet hat keinen Führerschein. Sie müssen sich jetzt mal langsam entscheiden, Herr Dr. Vogler, was Sie hier sind. Psychiater oder Rechtsanwalt? Ihr werter Kollege ist leider im Fall Barbara Romas vor lauter Schuldgefühlen selbst befangen. Ich werde Ihnen gleich mal erzählen, wer hier gefangen ist! Er fühlt sich ganz allein verantwortlich für das Schicksal des Mädchens. Und das macht es mir schwer, Ihnen zu helfen. Ist gut, okay, ist okay. Stefan, hier, die Originalquittung. Die Unterschrift ist wirklich schwer zu lesen. Hier, schau mal. Sechs Buchstaben, das S ist definitiv ein M. Aber das am Schluss, das ist ein R. Das ist kein T. Mein Gott, da hat er halt einen anderen Namen verwendet. Und? Das mag sein, aber das ändert nichts. Das Schriftbild hier auf der Quittung stimmt nicht mit dem von Andy Mollet überein. Hat er mit links unterschrieben, hat die Unterschrift verstellt, was weiß denn ich? Stefan, du verrennst dich da in was. Ich kann das zu einem Experten geben, aber diese Unterschrift ist definitiv nicht von Andy Mollet. Jetzt nimm dich mal zusammen! Mann! Mollet wäre niemals in der Lage, gleich drei Mädchen über so viele Jahre irgendwo einzusperren und versteckt zu halten. Nervlich nicht und intellektuell schon gar nicht. Außerdem nimmt er seit Jahren Antiandrogene, die sein Testosteron blockieren. Und in der Therapie hat er hart mitgearbeitet. Zum Zeitpunkt ihrer Entführung passen alle drei Mädchen im Mollet-Schema. Und meine Haltung zur Heilbarkeit von Pädophilie ist ziemlich eindeutig, Herr Dr. Vogler. Meine auch. Sie ist nicht heilbar. Aber Pädophile können lernen, Verantwortung für ihre sexuelle Neigung zu übernehmen. Ihr nicht nachzugeben, ähnlich wie ein Trinker für immer Trinker ist und doch trocken bleiben kann. Auf Wiedersehen, Herr Kappel. Hey, eine Sache noch. Warum setzen Sie sich so für Mollet ein, hä? Weil die Mehrzahl sexuellen Kindesmissbrauchs von nicht-pädophilen Tätern begangen wird. Aber das wussten Sie bestimmt auch schon. Und? Was gibt's? Guck dir das mal an. Ja? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das schon mal gesehen habe. Und zwar bei Lehmanns auf einem Bild. Da hatte das die Tochter an. Ja und? Das wurde bei Mollet im Keller gefunden. Ach du Scheiße.
Wir haben ein Kostüm in ihrem Keller gefunden. Ein Prinzessinnenkostüm. Und wir gehen davon aus, dass das Kostüm nicht Ihnen gehört. Nicht verboten kann man ja machen, was man will. Ich verstehe Sie nicht! Es ist nicht verboten, oder? Oh doch. Wenn das Kostüm einem Mordopfer gehört? Ein kleines Mädchen, das jahrelang gefangen gehalten und gequält wurde. Es gibt viele solcher Kostüme, konnte man fertig kaufen. Sonjas Mutter hatte extra Sterne drauf genäht. Ihr Kostüm hat diese Sterne. Androset Oral, ein Anti-Androgen. Zur Unterdrückung ihrer sexuellen Triebe. Medikamente, die sie abgesetzt haben. Ihr seid alle noch ungeöffnet! Ich sag nichts mehr, ich will meinen Anwalt. Jetzt sag ich Ihnen mal was. Wenn Sie die Mädchen auf dem Gewissen haben, dann... Dann was? Ja, danke soweit. Vogler wusste davon. Der hat Molet ein neues Medikament verschrieben. Weil er davon depressive Verstimmung bekommen hat? Ja. Sein Anwalt kommt erst morgen früh. Der ist in Hamburg beim Segeln. Der Molet verarscht uns doch alle, angefangen bei seinem Dr. Freud. Na, Fakt ist doch, dass Sonja das Kostüm nicht getragen hat, als sie verschwunden ist. Und dass Frau Lehmann es schon ein halbes Jahr vorher vermisst hat. Fakt ist vor allem, dass Molet dieses Kostüm hatte. Das heißt, er hatte Kontakt zu Sonja Lehmann und das heißt, er hat uns angelogen. Hört mal alle her! Barbara Romas ist aus dem Krankenhaus verschwunden. Echt unmöglich. Der Kollege hat Wimmern aus Barbaras Zimmer gehört. Hat den Krankenschwester geholt, da ist sie abgehauen. Wahrscheinlich hat sie Notausgang im Treppenhaus benutzt. Ein Pfleger, der dort geraucht hat, meint, sie gesehen zu haben. Das kommt auch zeitlich hin. Videoaufnahmen haben die natürlich nur vom Haupteingang. Am Nebeneingang gibt's keine Kamera. Das ist doch nicht zu fassen, oder? Was, wenn die wieder entführt worden ist? Nach dem Verschwinden von Barbara Romas aus dem Krankenhaus steht die Saarbrücker Polizei weiter in der Kritik. Das Innenministerium wirft ihr Ineffizienz bei den Ermittlungen vor. Barbara Romas war nach mehrjähriger Gefangenschaft bei ihrem Entführer wieder aufgetaucht. Dann verschwand sie erneut, trotz Polizeiwache im Krankenhaus. Von der Polizei gibt es zu der Kritik noch keine offizielle Stellungnahme. Hintergrund ist vermutlich Personalmangel. Entschuldigen Sie, ich habe hier das Tagebuch meiner Tochter. Ja, entschuldigen Sie, einen kleinen Augenblick bitte, ja? Die Polizei sucht weiterhin fieberhaft mit Suchtrupps und Hunden nach Barbara und einem weiteren verschwundenen Mädchen. Eine heiße Spur gibt es noch nicht. Das Vertrauen der Bevölkerung in die Ermittlungsarbeit der Polizei schwindet. Das will man sich ja gar nicht vorstellen. Man glaubt ja immer noch, dass sie freiwillig weggelaufen ist. Aber das glaubt hier keiner mehr, ja? Was waren wir Menschen erleichtert, als Barbara nach so langer Zeit wieder da war? Was müssen die Eltern jetzt fühlen?
Die Polizei sagt, sie tut alles, was in ihrer Macht steht. Aber was heißt das? Der Herr Lehmann, Sonjas Vater, will unbedingt mit Ihnen sprechen. Wieso, gibt's was Neues? Herr Kappel, Andi Mollet ist jetzt bereit zu reden. Die Kinder hatten die Tüte stehen gelassen. Vergessen. Ich habe sie genommen. Warum? Ich fand das Kostüm schön. Haben Sie mit den Kindern gesprochen? Nein, ich weiß, dass ich nicht mit Kindern reden darf. Herr Mollet, Sie haben Sonja Lehmann damals beobachtet. Sonst hätten Sie gar nicht gesehen, dass das Kostüm in der Tüte war. War sie was Spezielles für Sie? Wir haben Zeugen gefunden, die gesehen haben, dass sie sich in letzter Zeit sehr wohl dem Spielplatz genähert haben. Und mit Kindern geredet haben. Das darf er nicht. Aber dieses Verhalten hat nichts mit den Entführungsfällen zu tun. Herr Dr. Vogler, ich wiederhole mich ungern, aber Sie sind kein Anwalt. Herr Mollet, darf ich mal kurz? Herr Mollet ist Migränepatient. Wir müssen die Vernehmung leider abbrechen. Was, wegen ein bisschen Kopfweh? Das ist ein Simulant, das sehe ich doch von hier aus. Aber was soll denn der Scheiß? Wollen Sie uns verarschen? Holen Sie einfach einen Amtsarzt. Entschuldigung, können wir mal kommen. Das ist wichtig. Es waren ja Mischspuren unter den Fingernägeln von Sonja Lehmann. Deswegen hat es auch so lange gedauert. Die schlechte Nachricht, die eine Spur konnten wir gar nicht zuordnen. Völlig fremd und stark verunreinigt. So, und jetzt die gute. Die andere konnten wir zuordnen. Sie gehört mit 99,7%iger Wahrscheinlichkeit zu einem gewissen Werner Mahler. Also definitiv keine Spur von Mollet. Dann hätte ich das gesagt, Schiffern. Und wo sind diese Vergleichsspuren her? Ist dieser Mahler im Weiklass oder was? Nein, weder im Weiklass noch in den sonstigen Datenbanken für Sexualdelikte. Ja, wo ist er jetzt registriert? Hier, Eintrag wegen Körperverletzung vor 4 Jahren. Hat sich auf dem Einwohnermeldeamt unbotmäßig behandelt gefühlt. Bewährungsstrafe da erstmalig. Mahler, ja. Das könnte der Name auf der Quittung sein. Das kommt hin. Phil, schnapp dir einfach mal die Akte und überprüf die Adresse von diesem Werner Mahler. Hier. Danke. Bin ich sicher, dass der Mollet gleich gesteht. Stefan, wir haben jetzt einen Hauptverdächtigen mit einer ganz klar zugeordneten DNA. Ist doch alles gut soweit. Lehmann! Lass dir das Messer fallen! Fallen lassen! Wieso haben Sie ihn laufen lassen? Wieso? Er war es nicht, Herr Lehmann. Er war es nicht. Wir müssen Sie jetzt leider festnehmen. Haben Sie das verstanden? Schon wieder hier. Das darf doch nicht wahr sein. Im Keller. Über Jahre. Soweit ich sehen kann, gibt's hier keine fremden Mädchen. Schon gar keine kleinen. Ein totes Mädchen hatte DNA von ihrem Mann unter den Fingernägeln. Was soll ich jetzt dazu sagen? Die Frage ist, wo ist Ihr Mann? Woanders? Ich guck mir mal hier in den Keller an. Aber ich weiß nicht wo.
Mit wem haben Sie gerade Kaffee getrunken? In der Küche stehen noch zwei Tassen. Beide benutzt? Mit meiner Schwester. Oder mit Ihrem Mann? Sie haben eine Nähmaschine. Ich nähe viel für die Nachbarn. Schwarz. Wir sind nicht von der Steuerfahndung. Von dem Maler war tatsächlich zum Kaffee trinken da. Und das ist eben reinkommen, das hat die Spusi im Keller von dem Malers gefunden. Interessant, was der alles so eingekauft hat, gell? Metallkabelbinder, Schallisolen, Drahtseil. Ja, und der Stoff, wo der Stefan im Keller gefunden hat, ist identisch, also genau derselbe wie der an der Kittel von dem Mädchen. Frau Maler, wo ist Ihr Mann? Wenn ich's wüsste, würde ich's Ihnen sagen, wirklich. Der Stoff aus Ihrem Keller ist der gleiche Stoff, den die Mädchen getragen haben. Und Metall an Kabelbinder hat Ihr Mann auch gekauft. Ich sollte sowas nähen, vor ein paar Jahren. Hab ich aber nicht, ich wollte es nicht. Für wen sollte das denn sein? Für Sie? Wir haben nie wieder drüber gesprochen. Hat Ihr Mann die Kittel genäht? Weiß ich nicht. Frau Maler, da draußen ist ein Mädchen. Und vermutlich ist es Ihr Mann, der Sie festhält. Geht das in Ihren Kopf? Verstehen Sie das? Vielleicht ist er bei diesem Freund von... Was für Freund? Wie heißt der? Rudi. Mehr weiß ich nicht. Ich hab den vor Jahren mal gesehen, aber nur von der Seite. Der kam nie zu uns. Mein Mann hat mich nie zu dem mitgenommen. Ich weiß nur, dass ich den auf den ersten Blick nicht mochte. Der war unheimlich. Gibt's einen Nachnamen? Nein. Ich weiß nur, dass die sich manchmal in so einer Werkstatt getroffen haben. In der Werkstatt? Mein Mann ist ja arbeitslos, aber handwerklich begabt. Dieser Rudi hatte ständig irgendwelche Sachen für ihn. Er hätte diese Werkstatt wieder auf Vordermann bringen sollen, aber daraus wurde nichts. Warum? Weil dieser scheiß Rudi mit seiner scheiß Frauenstimme meinen Mann vertröstet hat, weil es seiner Firma so schlecht geht. Sie dürfen hier nicht rauchen. Was für eine Firma? Was weiß ich? Dann denken Sie nach, Frau Maler. Was für eine Firma? Irgendwie Montagearbeiten oder so. Ich habe keine Ahnung. Wo ist die Werkstatt? Das muss es sein, ne? Ich brauch mal Bolzenschneider. Wenn er diesem Rudi gehört, dann kann er hier machen, was er will. Ja. Ist völlig ab vom Schuss. Gar nicht. Warte mal. Da ist was. Damit kann's gehen. Variante 1, wir rufen die Kollegen. Variante 2, wir gehen jetzt selber runter. 2? Wer zuerst? Ich. Vielleicht ist es eh besser, du bleibst oben. Reicht ja, wenn einer auf dir Mütze kriegt. Richtig. Gib mir die Lampe gleich nach. Ja.
Komm, ich muss dir was zeigen. Die werden nichts finden. Ich bin mir sicher, das Haus ist sauber. Der Typ ist klug, der hinterlässt keine Spuren. Ja, dann müssen wir klüger werden. Die Zeit der Mädchen läuft ab. Stefan? Stefan, wir haben damals präzise ermittelt. Wir haben alles getan, was menschenmöglich war. Genauso wie heute. Und? Sind wir heute weiter als damals? Siehst du? Bist du's? Carola. Wo warst du? Aufwachen. Schon was Neues wegen der Fahne, wegen Maler? Jetzt guck dir mal deine Erdrutsch an. Das ist meine tägliche Strecke. Da kannst du mal sehen, wie saugefährlich mir lebe. Ach, sehen ihr gut aus. Wenn man bedenkt, auf was für Kissen ihr geschlafen habt. Guten Morgen. Guten Morgen, Ingrid. Guten Morgen. Tag, Morgen. Okay, danke. Und? Eine Frau will Barbara Romas in Frankreich gesehen haben, eine andere zeitgleich im Zug nach Hamburg. Ein Mann hört Elisabeth Wiertz Stimme aus seinem Radio. Mhm. Dieser Maler soll auch so ein komischer, überkorrekter Kraut sein. Und niemand kennt diesen Rudi, keine Ahnung, ob der überhaupt existiert. Hey,
ich hab was. Solche waren's. Das Muster ist wirklich ganz eindeutig. Schaut mal her. Hier. Die Verletzungen der Mädchen auf Hand- und Fußgelenken stimmen genau exakt damit überein. Also es gibt keinen Zweifel, mit denen wurden die Mädchen gefesselt. Ich habe nicht gesagt mit denen. Ich habe gesagt mit solchen. Sie wurden mit solchen Kabelbindern gefesselt. Die gibt's in jedem x-beliebigen Baumarkt. Und wir haben doch Quittungen, die das belegen, in der Wohnung Mahler gefunden. Haben wir. Und er hat solche Kabelbinder gekauft. Aber er ist leider weg. Scheiße. Und in dieser Fabrikhalle von letzter Nacht haben wir auch nichts gefunden. Rein gar nichts. Also der Täter ist entweder unfassbar gut im Spurenverwischen oder aber die Mädchen woanders versteckt. Ich plädiere für Letzteres. Meine Herren, ich möchte mich vorstellen. Mein Name ist Werner Mahler. Ich möchte mich zunächst bei den Herren für die Umstände entschuldigen, die ich Ihnen bereitet habe. Ich kann Ihnen aber versichern, dass jetzt alles seinen geordneten Gang gehen wird. Meine Frau hat mich gestern Abend überzeugt, mit Ihnen zu kooperieren. Na gut, dann erzählen Sie uns mal, warum Sie erstens abgehauen sind und zweitens, warum Ihre DNA... Entschuldigen Sie bitte, Herr Kommissar, aber ich würde das ja gerne abkürzen. Meine Frau hat mich über alle Eckdaten in Kenntnis gesetzt. Was die gegen mich erhobenen Vorwürfe angeht, bin ich also bereits im Bilde. Ich habe einen Freund, Rudolf Herder. Am besten notieren Sie den Namen gleich. Es ist aber verschwunden seit ungefähr 3 Wochen. Da ich mir Sorgen machte, bin ich vor 5 Tagen zu seinem Haus gegangen. Ich habe einen Schlüssel, wissen Sie. Den hat mir der Herder anvertraut. Für Notfälle. Aber nur dann, nur für echte Notfälle. Da war der Herder sehr korrekt und ich habe mich auch eisern daran gehalten. Bis zu diesem Tag habe ich den Schlüssel nie benutzt, denn ich finde ein solches Vertrauen... Es ist mir völlig egal, wie Sie Ihr alter Ego nennen oder was da sonst in Ihrem Kopf vorgeht. Wo halten Sie Barbara Romas und Elisabeth Wert gefangen? Na, gar nicht. Gar nicht. Ich nicht. Diese Mädchen, die waren doch dort, als ich hinkam. Beim Herrn Herder. Das ältere Mädchen aus den Nachrichten. Das ist nur mehr verstorben aus den Nachrichten. Und ein drittes Mädchen erschreckten sich wohl aufgrund meines unangekündigten Auftauchens. Das nunmehr verstorbene Mädchen aus den Nachrichten fiel dann jedenfalls regelrecht über mich her. Herr Mahler, 3 Mädchen? Wie viele sind denn da noch? Wir brauchen die Adresse, Herr Mahler, und zwar sofort. Ja, die gebe ich Ihnen nur, wenn Sie mir Herder nicht sagen, dass ich das war. Die Adresse! Ich rufe das SEK. Ich möchte ja behilflich sein, aber meine Bekanntschaft mit Herrn Herder ließ solche Fragen nicht zu. Aber Sie haben die Mädchen wirklich gesehen? Aber ja, das war das verstorbene Mädchen aus den Nachrichten. Die hat ja regelrecht versucht, mich umzurennen, als ich da in der Tür stand. Hier, gucken Sie mal. Gekratzt. Ganzen Arm voll. Gucken Sie mal. Verstorben. Ihnen ist schon klar, dass Sonja Lehmann noch leben könnte. Sie haben doch die Fahndungsbilder im Fernsehen gesehen. Da sind Sie nicht auf die Idee gekommen, uns anzurufen. Doch, doch. Meine Frau hat mir berichtet, dass eines der Mädchen verstorben sei. Daher beschloss ich ja, mich nun an Sie zu wenden. Das war doch die Privatangelegenheit vom Herrn Herder. Bitte? Mord und Entführung von kleinen Mädchen sind keine Privatangelegenheiten. Ich habe ihm doch nur gezeigt, wie man Blech zuschneidet, wie man mit der Materie umgeht sozusagen. Er wollte von mir wissen, wie man das macht. Aber das ist sehr lange her. Jahre. Und bei den Sachen, die ich ihm besorgt habe, den Kabelbindern und so,
Ich habe mir nichts dabei gedacht. Und die Platten zur Schallisolierung? Hat er die ganz normal in seinem Haus eingebaut? Nein. Und da haben Sie nicht nachgefragt? Er kann sehr aufbrausend sein. Er mag es auch nicht so, wenn man etwas fragt. Sie hätten uns kontaktieren müssen. Schon längst. Er hat mir immer geholfen. Seit der Schulzeit. Seit der Schulzeit. Er hätte mir sonst keine Jobs mehr gegeben. Der Herr Herder ist nämlich ein begnadeter Ingenieur, müssen Sie wissen. Nicht nur als Lüftungstechniker. Alles voller Spuren von den Mädchen, aber die sind natürlich nicht da. Was ist mit dem Sonar-Screening? Alles läuft, aber irgendwie bringt es kein Ergebnis. Das Haus steht doch nicht mal einsam, das ist mittendrin. Ja, dann haben wir uns halt geirrt. Ich meine, wenigstens kann er mit den Mädchen nicht flüchten, das würde auffallen. Flüchten? Der setzt das einfach irgendwo aus. Jetzt komm, hier können wir nichts mehr machen. Alles okay? Geht schon, ja. Ich muss noch was machen. Okay, ich bin bei den anderen im Schokoraum. So, alle anwesend? Okay. Das ist Rudolf Herder, einziger Sohn des Ehepaar Herder. Der Vater war sehr streng und auf Sauberkeit bedacht. Ein Oberstudienrat, der seinen Sohn angeblich wegen seiner Weiblichkeit psychisch schwer misshandelt hat. Er starb, als Rudolf 16 war, da war die Mutter aber schon 6 Jahre tot. Er wuchs bei der Tante auf, die ist aber auch schon 5 Jahre tot. Dann war die Tante im Haus, als er Barbara entführt hat? Ja, ich glaube, wir müssen von einer Art passiven Mittäterschaft ausgehen. Die Schlussfolgerung überlasse ich Herrn Dr. Vogler. Gutes Abiturstudium, wurde später Ingenieur mit Schwerpunkt Belüftungstechnik. Ist aus dem Haus der Tante nie weggezogen. So. Auf dem Foto hier ist er 40 Jahre alt. Das ist vor 10 Jahren gemacht worden. Neueres haben wir nicht. Er gründete noch zu Lebzeiten der Tante eine Firma mit dem Namen G. Wieland Belüftungstechnik. Das G steht für Gertrud. Also die Tante war die Inhaberin der Firma.
Ihr Tod muss den Behörden entgangen sein, weil sie wird immer noch als Inhaberin geführt. Wie bitte? Naja, ist ja auch nicht selten, dass Tote noch einen Steuerbescheid bekommen. So, das haben wir mit Hilfe von Maler anfertigen lassen. So sieht er jetzt aus. Ist schon raus an die Medien. Okay, haben wir sonst noch was? Jordan? Also das Haus von Herde, ich begreif's nicht. Wir haben alles 10-mal überprüft. Ja und? Aber selbst mit dem Sonarscreening konnten wir keine außergewöhnlichen Hohlräume feststellen, keine Zugänge oder keine Verstecke. Aber laut Diensthundeführer müssen die Mädchen dort gewesen sein, alle drei. Besonders von Barbara Romas gibt es jede Menge Geruchspartikel. Das Haus von dem Rudolf Herder. Ja? Also ich habe mal die Ermittlungsakte durchgeguckt. Das hatte man tatsächlich vor 7 Jahren schon mal im Visier. Allerdings ist es damals nicht durchsucht worden. Ich weiß auch nicht warum. War Stefan dafür zuständig? Ja, ich glaube ja. Stefan? Herder gesprochen. Vor 7 Jahren. Hier in dem Haus. Aber am selben Tag kam eine andere Spur. War viel heißer. Nach 2 Wochen war es eine Sackgasse. Nur zurückkommen müssen. Ich habe das Haus vergessen. Das kann jedem passieren. Habe nicht den Bullen. Los, Kopf hoch, Stefan. Wir müssen weitermachen. Franz. Bleib mal stehen, warte mal. Was? Hörst du das nicht? Das... Belüftungssystem. Ja. Und wie sieht's aus? Unter den Platten ist Stahlbeton. Ziemlich zäh. Komm nicht vorwärts. Hör mal, ich habe überlegt, wir müssen eigentlich alles rausräumen, damit wir gucken können, was unter den Schränken ist und so. Okay. Sollen wir drüben anfangen? Ja! Hey, warte mal! Warum sitzen hier 2 Waschbecken? Ja, stimmt! Warte mal! Läuft da raus?
Was mit dem Hahn hier? Das Fake! Nix! Das ist hohl! Immer den Arm! Echt? Unter dem Wasser, im Becken?
Danke, Franz. Sie haben Barbara und Elisabeth gefunden. Barbara muss da oben im Haus viel mehr Zeit verbracht haben als die anderen Mädchen. Das würde auch den eingeatmeten Zigarettenrauch erklären. Die Ruchspuren. Vielleicht durfte Barbara mehr als die anderen. Hatte eine besondere Position bei Herde. Sie war 7 Jahre dort. Es gibt ganz merkwürdige emotionale Verstrickungen zwischen Tätern und Opfern, die eine so lange Zeit miteinander verbracht haben. Möglich, dass er sie sogar mal mit nach draußen genommen hat. Und keiner hat was gesehen. Dort oben leuchten die Sterne, hier unten leuchten wir. Das Licht ist aus, wir gehen nach Haus. Rabimmel, rabammel, rabum. Das Licht ist aus, wir gehen nach Haus. Barbara. Hey. Oh. Mhm. Also, was gibt's? Das ist der Mann, der bei dem Erdrutsch auf der B40 verschüttet wurde. Ich habe mir nichts gedacht, bis ich seine Fingerkuppen untersucht habe. Sind genauso angegriffen wie die der Mädchen. Von Chemikalien. Ich glaube, es sind dieselben. Wie lange ist der tot, sagst du? Knapp 3 Wochen. Bitte? Zu wert. Ja? Ah, Franz, was gibt's? Wer bitteschön hat Sonja Lehmann umgebracht? Werner Mahler, doch. Der Tote ist Rudolf Herder. Unser Mann. Und ich hab noch was. Ihr erinnert euch? Die zweite bis jetzt nicht zuzuordnende DNA unter Sonja Lehmanns Fingernägeln? Hä? Der 1-zu-1-Vergleich hat eine Übereinstimmung ergeben. Es ist DNA von Barbara Romas. Barbara Romas? Ja. Ich gehe zu ihr. Franz, die wollte zu Elisabeth Wehrt. Die Ärzte haben die gerade verlegt. Barbara Romas hat Sonja Lehmann umgebracht. Sie muss Stück für Stück ihre eigene Identität verloren haben. Und als Herder dann nicht wieder aufgetaucht ist, hat sie seine Rolle übernommen und getan, was er getan hätte.